Lassen Sie mich ganz kurz einleiten, auf Bezug nehmen auf die Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das ein Appell, nicht jedes Wort des Herrn Klubobmann Kickl auf die Waagschale, glaube ich, haben Sie gesagt, zu legen. Das heißt, ist das ein Appell gewesen, dass wir die Worte des Herrn Klubobmann einfach nicht ernst nehmen sollen? Dem folge ich sehr gerne. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der uns übrig bleibt. Also, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, werte Minister, werte Mitglieder der Bundesregierung. Ich weiß, könnte bitte diese Aufgeregtheit im Sektor der FPÖ vielleicht ein Ende nehmen? Es ist wirklich anstrengend. Ich glaube, wir haben derzeit eine sehr, sehr heikle Situation in Österreich und die betrifft alle Politikerinnen und Politiker. Denn mit diesem Chaos, mit dieser Regierungskrise einhergeht ein unglaublicher Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik an sich und Politikerinnen und Politiker. Und es mag Ihnen egal sein, mir ist es nicht egal, welches Bild wir auch als Hohes Haus hier der Bevölkerung darstellen nach außen. Und da appelliere ich an Sie, werte Mitglieder der FPÖ, reißt euch einfach einmal ein bisschen zusammen. Das wäre wirklich wunderbar. Und es ist ein Chaos, das herrscht. Viele Menschen sind verunsichert. Viele Menschen fragen sich, ist diese Regierung überhaupt noch fähig, zusammenzuarbeiten nach all dem, was passiert? Wie geht es weiter? Viele haben das Vertrauen verloren. Natürlich auch und gerade nicht nur in Stabilität. Stabilität als Gegenpol zum Chaos. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber vor allem auch in die Tatkraft. Weil was wir jetzt brauchen, ist nicht Stabilität in dem Sinn, dass es halt einen Führungsanspruch gibt, dahingehend ein Amt zu begleiten. Und halt nicht wählen zu gehen, Frau Kollegin, sondern vor allem Tatkraft, Handlungsfähigkeit, Verlässlichkeit, nicht nur, aber gerade auch in diesen Zeiten, wo es darum geht, die Pandemie zu bekämpfen. Und ich habe das gerade vorher gesagt, wir alle tragen eine Verantwortung dafür, für diese Verlässlichkeit zu sorgen, für das Vertrauen zu sorgen, aber auch für die Tatkraft zu sorgen. Das ist eine Verantwortung, der wir gerecht werden müssen, tagtäglich. Als direkt gewählte Mandatarinnen und Mandatare hier in der gesetzgebenden Körperschaft, die auch die Mitglieder der Regierung tagtäglich gerecht werden müssen als Mitglied der Exekutive. Und wo ich auch ganz bewusst heute sage, es ist notwendig, dass wir zusammenarbeiten. Gesetzgebung und Exekutive und die Verwaltung, Opposition und Regierungsparteien, Parlament und Regierung. Denn wir sind in einer schwierigen Situation und Verlässlichkeit und Vertrauen herzustellen, geht ausschließlich, indem man sich gemeinsam an einen Tisch setzt und alles daran tut, wieder in Handlungsfähigkeit zu kommen.